Neben mir steht jetzt in Halle 11 auf Stand C13 bei Harting Heiko Meyer. Herr Meyer, was zeigen Sie dieses Jahr auf der Hannover Messe? Heute möchte ich Ihnen gerne die HMC-Halterahmen zeigen, wobei HMC für High Mating Cycle steht. High Mating Cycle heißt in diesem Zusammenhang hohe Steckzyklen, Steckverbinder für hohe Steckzyklen. In diesem Fall sind das dann Steckverbinder für 10.000 Steckzyklen. Zu welcher Produktfamilie gehören denn die HMC-Halterahmen? Ja, die HMC-Halterahmen gehören der Hahn-Modular-Produktfamilie an. Hier auf der Messe ist ein grober Überblick zu sehen. Die Baureihe besteht letztendlich aus Halterahmen und verschiedenen Modulen, die dann wiederum in Gehäuse montiert werden. Warum würden Sie sagen, ist das Produkt eine sinnvolle Erweiterung des bisherigen Produktportfolios, das wir ja auch auf den vergangenen Messen schon vorgestellt bekommen haben? Die Hahn-Modular-Steckverbinder sind entwickelt worden für Anwendung bis 500 Steckzyklen. Das heißt, die ganzen Halterahmen und Komponenten können eben für genau diese Dinge einwandfrei eingesetzt werden. Bei höheren Anforderungen funktioniert es so ohne weiteres nicht mehr. Das heißt also, genau das ist auch der Kundennutzen, der daraus resultiert, die höheren Steckzyklen. Ganz genau. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass ein Kunde einen Steckverbinder dreimal am Tag steckt, hört sich das im ersten Moment nicht sehr viel an. Aber wenn man das mal hochrechnet, dann bin ich schon nach anderthalb Jahren bei diesen 500 Steckzyklen, sodass es doch durchaus sehr viele Anwendungen gibt, wo eben mehr als 500 Steckzyklen erforderlich ist. In welchen Märkten ganz speziell findet das Produkt Anwendung? Da gibt es wieder sehr viele verschiedene Märkte und Anwendungen. Zum Beispiel die Medizintechnik wird häufig gesteckt für Test- und Prüfsysteme, aber auch die Automobilindustrie oder in der Verkehrstechnik Steckverbindungen zwischen den Zügen. Überall dort gibt es Bedarf nach Steckverbindungen für deutlich mehr als 500 Steckzyklen. Und um noch eine Spur konkreter zu werden, können Sie eine ganz bestimmte Applikation beschreiben? Ich nehme mal das Beispiel der Automobilindustrie. Ich denke, jeder kann sich dort ungefähr vorstellen, was dort gemacht wird. Es gibt verschiedene Fahrzeuge und auch einen Trend, dort immer geringere Losgrößen gleichen Typs zu bauen. Das heißt, mehrfach am Tag werden dort die verschiedenen Ausstattungsvarianten in der Fertigung geändert. Zum Beispiel morgens mache ich eine Luxusausstattung und nachmittags die Standardausstattung. Dazu muss die Produktionsanlage umgebaut werden und das heißt dann, die Anlage muss in kürzester Zeit von der einen Funktionalität zu der anderen Funktionalität umgebaut werden und das passiert dann eben mit unseren Steckverbindern. Dort ist so typischerweise 3 bis 5 Mal am Tag wird dort umgerüstet und gerade dann sind diese HMC-Steckverbinder für hohe Steckzyklen besonders wichtig. Gibt es gewisse Trends, die man benennen kann, die im Markt überhaupt erst zu der Entwicklung des Produkts geführt haben? Ja, das ist generell immer eine Modularisierung. Ein Trend ist, dass Maschinenbauer, aber auch Anlagenbauer immer flexibler auf Anforderungen reagieren wollen. Idealerweise produzieren sie ein Stück und dann das nächste Stück in einer anderen Art und Weise. Dazu müssen die Maschinen flexibel gehalten werden und dazu wird eben auch viel gesteckt und eben auch mit hohen Steckzyklen. Herr Meyer, vielen Dank für die interessanten Antworten und viel Spaß Ihnen noch auf der Messe. Ihnen auch vielen Dank.